Hauchen Sie nicht auf die Fregatte. Wenn wir bei den Eskimos waren, hat sie ihre Familie längst auf eine Eisschollen ausgesetzt. Aber so müssen wir das hinterhältige Miststück weiter ertragen. Nur kein Nein, liebste Theresa. So, und ich gehe jetzt schwimmen. Ja, Gerlei, und spiel Titanic. Mit Schwimmflügel, wie putzig. Sie ist ja ein bisschen der Tiefschwimmertyp. Ich kann sehr wohl schwimmen. Ich brauche sie halt zur Sicherheit. Das neue Stück der Dorfbühne Tulfes macht ordentlich Dampf, denn in der Damensauna geht es rund. Es wird gnadenlos über alle und jede abgelästert. Da bekommt jeder ordentlich sein Fett weg. Der neue Masseur hat es den Damen ganz besonders angetan. Um seine Gunst bemühen sich Theresa, Lisbeth und Ursel mit allen Mitteln. Das ruft natürlich auch die Ehemänner auf den Plan, die als Frauen verkleidet diesen Gigolo überführen wollen. Da sind die Lacher vorprogrammiert. Sichern Sie sich einen Platz beim neuen Stück der Dorfbühne Tulfes. Hier wartet die Dame auf Sie, die ganz dringend Ihre Massage möchte. Nanu, wusste, dass du mit ihm jetzt schon wieder ihn? Vielleicht hat sie es sich ja anders überlegt. Nein, 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 die ist total verspannt. Die braucht ganz dringend ihre ganze Manneskraft. Gleich die ganze? Ja. Aha. Moment, vielleicht hat sie sich hier schon bereit gemacht für Sie. Oh. Ja, können Sie nicht anklopfen? Am Vorhang! Dann nehmen Sie doch Ihren Holzkopf dazu. Unverschämtheit! Ich bin der Helmut und spielen tue ich seit 1996. Da habe ich jetzt eine relativ kleine Rollen, aber am meisten Spaß hat man eigentlich gemacht, bei den Proben zuzuschauen, wie gut die Leute sind und was da für Lacher drin sind. Also es ist gewaltig. Habt ihr es die Gerlinde gesehen? Sie trägt einen neuen Badeanzug. Was sag ich? Einen neuen Zellulite-Panzer. Grauenhaft! Sie ist einfach rund wie ein Medizinball. Nein, wieder so fest. Du, in ihrem letzten graumelierten Badeanzug, gell, ja, da hat sie doch ausgeschaut, als wie ein gestrandeter Bottwal. Möchten die Damen vielleicht was trinken? Vielleicht ein Diätlimo oder ein Apfeltee? Ach, so ein unverschämtes Biest! Ein richtiges Lästermaul. Ich hasse ja solche intriganten Weiber. Ein Cappuccino. Mit Fett oder Haarmilch oder lieber mit Schlaf. Ja, gern. Dreimal Kaffee Hüftgold für die Damen. Hallo, hier ist die Samurutschi. Da muss man höllisch aufpassen. Da kann man leicht auf die Schnauze fliegen. Oh mein Gott, was ist da passiert? Da melzen wir, die Dame ist ausgerutscht und mein Kopf am Boden angeschlagen. Ich glaube, sie ist bewusstlos. Die Vielfalt, die Vielfalt der Frauen und auch der Männer, also was da geboten wird, das ist gewaltig. Vom Stück her schon und auch von den Spielern her, muss ich sagen. Hut ab. Schnell, wir müssen schauen, dass sie etwas besser Luft bekommt. Donnerwetter, na das nenne ich mal eine Problemzone. Ja, die hat ja eine Brustbehaarung wie Lassie. Ja, da müssen wir in der Kerzengießerei einen Großauftrag aufgeben. Ja, da ist mit Heißwachsstreifen nichts mehr zu machen. Wo sind unsere Männer? Frau Menzer, schön, dass Sie sich wieder mal bei uns im Aquafit anschauen lassen. Ich spreche Ihnen Ihr Gesülze, Frau Almgrün. Ich will jetzt sofort meinen Mann sprechen. Ich meinen auch. Ich meinen auch.